Ja, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Ministerpräsident Jürgen Rüttgers, wo du Ministerpräsident warst, war es eine gute Zeit in Nordrhein-Westfalen. Lieber Armin Laschet, liebe Parteifreunde, die CDU des Münsterlandes, aber auch ich persönlich freue mich sehr darüber, dass Sie heute alle hier nach Münster gekommen sind. Aus unserer Sicht im Münsterland, die anderen mögen es mir nachsehen, die Hauptstadt von Westfalen. In 6 Wochen, am 14. Mai, ist ein wichtiger Tag für Nordrhein-Westfalen. Und damit es ein guter Tag für die CDU wird, dafür sind wir heute alle hier. Wir haben die Aufgabe, in den 6 Wochen bis zur Landtagswahl Tag für Tag dafür zu arbeiten, dass in Nordrhein-Westfalen ein politischer Neuanfang möglich wird. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass die Menschen im Münsterland dazu einen guten Beitrag leisten werden. Die vergangenen 7 Jahre sind verlorene Jahre für die Zukunft unseres Landes gewesen. Die Menschen bei uns in Nordrhein-Westfalen sind genauso fleißig und genauso gut ausgebildet wie in anderen Regionen Deutschlands. Aber bei uns herrscht Stillstand. Wir haben in den letzten 7 Jahren ein Viertel weniger Wachstum wie der Durchschnitt der Bundesrepublik Deutschland. Hätten wir nur den Durchschnitt der Bundesrepublik Deutschland, hätte dieses alleine bedeutet, dass Land und Kommunen 3,5 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen gehabt hätten. Was hätte uns das für Gestaltungsmöglichkeiten in Nordrhein-Westfalen gegeben? Und deswegen haben wir auch die Situation, dass, wenn Sie die letzten 7 Jahre zusammennehmen, dass keine Landesregierung so wenig in Infrastruktur und Bildung investiert hat wie die nordrhein-westfälische. Und trotzdem hat sie in den letzten 7 Jahren am meisten Kredite von allen Landesregierungen in Deutschland aufgenommen. Und jeder Euro Kredit ist das Rauben von Zukunftschancen für die jüngere Generation. Und meine Damen und Herren, deswegen ist es unsere Bürgerpflicht, auch in Verantwortung zu unseren Gemeinden, zu unserer Heimat, dass wir in den nächsten 6 Wochen dafür sorgen, dass die nicht weitermachen können. Aber dann gibt es auch noch etwas anderes. Ich finde, Sie haben die Bodenhaftung verloren. Wenn ich an die Silvesternacht 14/15 in Köln denke, wenn ich an den Fall Amri denke, es ist doch unglaublich, was an Fehlern und Schlampereien möglich war. Aber was mich richtig wütend macht, ist, dass die Verantwortung hin und her geschoben wird und für das, was da passiert ist, niemand in der Landesregierung bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Ich mag ja altmodisch sein, aber für früher gab es für so eine Situation mal einen Begriff: die Übernahme von politischer Verantwortung. Und die Übernahme von politischer Verantwortung hat mit Charakter zu tun, und er fehlt zumindest beim Innenminister in jeder Hinsicht.
Am 15.09.2010 hat Frau Kraft ihre erste Regierungserklärung im Landtag von Nordrhein-Westfalen abgegeben. Ich habe die vorgestern Abend noch mal durchgelesen. Da war die Rede von einer neuen Gemeinsamkeit in Nordrhein-Westfalen. Es war die Rede von einer neuen politischen Stils des Miteinanders zwischen den Parteien, zwischen den Verbänden, zwischen Regierung und Bürgerschaft. Da war die Rede von Augenmaß im Handeln. Da war die Rede davon, man will kein Kind zurücklassen. Da war die Rede davon, Investitionen in Bildung und Ordnung in unsere Schulen zu bringen. Da war die Rede von nachhaltiger Finanzpolitik. Und da war die Rede vor Schutz vor Kriminalität. Was ist eigentlich nach 7 Jahren geblieben? Von einem neuen Politikstil, von einem Miteinander, von einem Zuhören auf die Interessen der Bürger, kann doch seit Jahren nicht mehr die Rede sein. Fragen Sie mal die Landwirte in Nordrhein-Westfalen, wie die sich zurzeit von der Politik von Herrn Remmel mitgenommen fühlen in ihrer täglichen Arbeit. Fragen Sie mal die vielen Lebensmittelhandwerkerinnen und Handwerker bei uns in Nordrhein-Westfalen, wie die sich zurzeit von der Landesregierung mitgenommen fühlen bei der Drangsalierung durch eine Ampel. Fragen Sie mal die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker in Nordrhein-Westfalen, wie die sich zurzeit von der Landesregierung mitgenommen fühlen, wenn es darum geht, neues Bauland auszuweisen, neue Industriegebiete auszuweisen, neue Gewerbegebiete auszuweisen. Ja. Und wenn man dann in einer ganzen Wahlperiode unsolide Finanzpolitik begründet, wir lassen kein Kind zurück, und das Ergebnis nach 7 Jahren ist, dass die armen Kinder in Nordrhein-Westfalen nicht nur real, sondern ganz konkret mehr geworden ist, dann ist man in einem zentralen Punkt seiner Politik völlig gescheitert. Und wenn wir in unsere Schulen gucken, finden Sie noch irgendeinen Lehrer, der sich durch die Schulministerin mitgenommen fühlt in ihrer Arbeit in den Schulen? Und wie man ein wichtiges gesellschaftliches Ziel, dass wir möchten, dass die Menschen mit Behinderung auf Augenhöhe mit den nicht behinderten Menschen leben, wie man ein solches Ziel, Inklusion genannt, so diskreditieren kann, weil man es ideologisch durchgeboxt hat, das ist eine Unverschämtheit an die gute Idee der behinderten Menschen in diesem Land. Ja. Und wenn ich sehe, dass die dann auch noch gesagt hat, mehr Schutz vor Kriminalität. Meine Damen und Herren, nach 7 Jahren Rot-Grün wird in keinem Land in Deutschland so viel geklaut wie in Nordrhein-Westfalen. Und die gucken alle zu. Und deswegen, die haben ihre Chance gehabt, sie haben sie vertan, sie müssen weg. Meine Damen und Herren, wir haben in den letzten 7 Jahren als CDU, so finde ich, in Nordrhein-Westfalen in der Landtagsfraktion, ein Teil der Strecke kann ich auch beurteilen, in der Landespartei, in den Vereinigungen, in den Kreis- und Bezirksverbänden, finde ich, hart gearbeitet. Und das Ergebnis unserer Überlegungen werden wir heute verabschieden mit unserem Regierungsprogramm. Ich finde, dass das, was wir in den letzten 7 Jahren erarbeitet haben, wirklich eine gute Handlungsgrundlage für einen Neuanfang in Nordrhein-Westfalen. Es ist wichtig, dass eine Partei sich gut überlegt hat, wie sie und was sie gestalten will,
wenn sie in die Situation kommt, in die Chance kommt, zu gestalten. Aber meine Damen und Herren, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass natürlich auch Persönlichkeiten dazugehören. Und das möchte ich hier heute Morgen in aller Deutlichkeit sagen. Ich kenne unseren Spitzenkandidaten Armin Laschet seit 1994. Wir waren zusammen im Bundestag, wir waren zusammen in einer Landesregierung. Wir haben auch eine Zeit gehabt, die wir in der Fraktion gemeinsam gestaltet haben. Und manchmal war es auch nicht einfach. Aber eins ist sicher, ich kenne keinen oder nur wenige Leute in der CDU, die so aufrichtig und so ehrlich ihren Job machen wie Armin Laschet. Und deswegen hat er die Voraussetzungen für einen Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen ist mein größter Wunsch, dass er auch Ministerpräsident unseres Landes wird. Schönen Dank.